Damit wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen Spiel. Und zwar spielen wir heute Knock Knock Terror. Und da wollen wir auch gar nicht lange schnacken, sondern wir gehen direkt ins Game. Und gucken mal, wo wir landen. Auf jeden Fall sieht es schon mal sehr dunkel aus. Ich sehe... Oh, ich kann mich jetzt schon bewegen. I'm thirsty. I should go get some water. Das ist aber auch eine Schriftart. Oh, schwierig zu lesen. Okay, okay. 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 Pixelart. Ist aber verdammt dunkel. Kann ich hier... Flashlight. Picked up. Press F to use. Okay. Ich mach mal das Game ein bisschen lauter. Für uns alle. Und dann gucken... Warum... Ja, mach doch einfach Licht an, Alter. Was ist denn... Mal kurz gefragt, Chat. Guten Abend, 257 erstmal. Ist der Torwart dann schlechter Klopf-Klopfwitz? Wir gucken. Aber mal ganz kurz gefragt. Wer von euch liegt im Bett und hat auf dem Nachttisch eine Taschenlampe? Und nimmt diese, um sich in seiner eigenen Wohnung, perspektivisch Haus, zu bewegen? Also wer macht das? Also eine Taschenlampe zu haben in der Nähe, wo man schläft? Okay. Gegebenenfalls wegen Stromausfall und allem drum und dran. Nichtsdestotrotz kenne ich mich doch in meiner eigenen Bude aus. Warum brauche ich das? Okay. Ah. Schönes Badezimmer. Ja. Schön gefliest. Wir haben hier natürlich keinen Spiegel. Warum auch? Das Spiegel werden überbewertet. Warum haben wir sowas? Ist es unsere Garderobe oder... Es ist aber auch beschissen duster hier schon wieder. Ein riesen Fernseher hier. Okay, wir machen erstmal überall Licht an. Weiß nicht. Alter, ist aber wirklich... Oh, das könnte mir gefallen. Angenehm. Oh, kein Fenster im Klo. Nee. Und ja, mein Handy. Da ist dann eben halt ein Fenster im... Also, wenn man lüften, dann, ne? Streichholz. Oder so. Oder, ich kenn's noch vom Kumpel, Duftspray. Das war auch immer heftig. War egal. So, wir machen erstmal überall Licht an, weil, warum sollte ich mit der Taschenlampe hier in meiner eigenen Bude rumrennen? Wenn ich doch einfach Licht anmachen kann. So, wir wollen ja was zu trinken haben. Obsidian Fighted. Ich würde es... Okay, ich muss das hier nehmen. That's enough water. For tonight. Okay. Mach meinen Kühlschrank wieder zu. Dieser Sound gerade, dieser Schluck-Sound, der war ja auch... witzig. Auf irgendeine Art und Weise. Okay, cool. Dann haben wir überall Licht angemacht. Ja, dann gehen wir jetzt wieder schlafen, oder was? I think I just heard someone knocked on the front door. Ich dachte, das wäre gerade ein Alert gewesen. Okay. Wie spät haben wir es? Also, und warum klopft jetzt jemand an der Tür? Ach, hier kann ich draußen auch Licht an- und ausmachen. Hallo? Hallo? Ja, da ist niemand. There is no one here. Ja, das, machen wir wieder die Tür zu. Kann ich die Tür auch abschließen? Return to bed. Können wir die verriegeln? Also, ich würde die jetzt gern verriegeln. Aber wir gehen jetzt einfach wieder schlafen. Aber vorher, weil man geht natürlich, ne, also wenn man schlafen geht, ne, macht man erstmal überall hier wieder Licht aus. Ne, weil ist ja sonst Stromverschwendung. So, dann gehen wir nochmal in die Küche, machen da auch nochmal Licht aus. So, ne, Energie sparen. Der Umwelt zuliebe, ihr wisst's. Ihr kennt's. So, wir haben ja eine Taschenlampe. Wobei, wenn ich weiß, wie... Also, ich brauche ja keine Taschenlampe. Ich kann mich an meiner Bude aus. Auch nochmal Licht aus und ab ins Bett. So. Lesen wir uns hin. Mach jetzt ein bisschen Heierchen. Ein bisschen Bubu. Na, einfach mal aufmachen.
Ja, die vernachten, also hier wirklich, waren bestimmt hier die Nachbarskinder. Die einfach so. War ja kein Klingelstreich, war ja ein Klopfstreich. Okay, was jetzt? Was war das? Gut, mal euer Licht an. Locate the circuit breaker, restore power. Wie? Circuit breaker? Ist das die Sicherung? Okay, wo können, also, ne, Sicherungskasten, ganz klar, hier in diesem Schrank. Der kein Schrank ist. Aber wo könnten die jetzt sein? Nee, ich würde sofort rausrennen. Wieso rausrennen? Nein! Sicher eine Katze oder ein Waschbär? War das draußen? Also, ich hoffe ja nicht. Auf der Suche vom Sicherungskasten. Der hoffentlich im Haus ist. Ja, also, warum will ich Licht anmachen? Ist ja eigentlich Blödsinn. So, also ich weiß, dass zum Beispiel mein Sicherungskasten ist direkt vorne an der Haustür. Ich habe aber vorhin hier vorne nichts gesehen. Nichts. Bei mir ist halt, du kommst rein. Gut, wenn die Tür jetzt nach da aufgeht, quasi da, wo das Fenster ist, da ist mein Sicherungskasten. So, manchmal ist ja der Sicherungskasten, gerade wenn du ein Haus hast, natürlich auch gerne im Keller. Nur im Keller habe ich bis dato nicht gesehen. Vielleicht befindet er sich aber auch neben dem Kühlschrank. Nicht. Ich sehe es doch, komm, wir müssen raus. Weil nicht umsonst haben wir die Taschenlampe. Okay. Aber wer macht sowas? Wer bringt denn bitte so einen Sicherungskasten raus? Mach doch keine Sorgen. So, damit uns nichts passiert, machen wir auch die Tür erstmal zu, ne? Weil nur wir wollen ja wieder rein. Da soll uns ja keiner sich hier reinschleichen. Es ist aber auch verdammt dunkel, ne? Ich sehe nichts. Oh, hier, guck mal, hier kommen wir in unsere Bude rein. Ich sehe gar nichts. So wirklich gar nichts, gar nichts. Die Taschenlampe ist aber auch... Also, die hilft ja mal. Null. Okay. Geht's weiter? Ich muss mich hier wirklich an der Wand orientieren. Das ist... Also... Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Wo ist die Wand? Da ist die Wand. Was ist das nächste Fenster? Das ist das Fenster zu... unserem Schlafzimmer. Okay. Sicherungskasten draußen. Macht ja auch so viel Sinn. So, was muss ich machen? Einfach E drücken? You restored the power. Hab ich? Ich hoffe. Okay. Was ist das? Mein Kühlschrank, ist der so laut? Okay, es war mein Kühlschrank. Ey, ich sehe nichts. Ich habe mich verlaufen. Okay, doch nicht. Ich kann nicht weiter. Warum kann ich hier nicht weiter? Hä? Da ist doch... Da. Ich muss in die andere Richtung? Jetzt ernsthaft? Also am Kühlschrank wieder vorbei. Okay, an den Sicherungsdingern vorbei. Okay. Hier ist mein Schlafzimmer. Ich hoffe mal, dass jetzt hier keiner... in mein Haus gegangen ist. Die Tür, wie wir wissen, haben wir ja verschlossen. Und ich hoffe, sie ist noch zu. Wo ist... Ich sehe nichts. Okay, hier können wir nochmal reingucken. Hallo? Keiner da? Gut. So, die Tür ist noch zu. Das gefällt mir. Okay. Soll ich jetzt nochmal da hingehen? Ich wäre schon längst umgezogen, aber okay. Okay, wir gucken nochmal, wer geklopft hat. Nee? Wie nee? Komm. Bad Ending. Okay. Hä?
Also, gibt's auch noch ein gutes Ende? Oder ist jetzt hier, was hätte ich jetzt anders machen sollen? Einfach ins Bett gehen? Also, wenn es ein Bad Ende gibt, wird es ja auch noch ein Good Ende geben, oder nicht? Ne? Also, da würde ich ja mal sagen, probieren wir das gute Ende nochmal aus. Okay. Sicherungskasten wieder an. Nope. Diesmal kannst du. Nee. Einfach nee. No, no. No, no. I go to bed. No, no. Ist besser so. Jetzt ernsthaft? Hä? Warum ist das Good Ending? Ed klopft an der Tür. Wir legen uns einfach schlafen. Gutes Ende. Es passiert nichts weiter. Okay. Ja, lasst gerne mal in den Kommentaren da, wie ihr das Spiel gefunden habt. Und ob ihr eine Taschenlampe an eurem Nachtschränkchen habt oder nicht. Und euch quasi so durch die Wohnung dann steuert. Ansonsten lasst doch gerne ein Like da. Und falls ihr das noch nicht gemacht habt, abonniert gerne unseren Kanal, damit ihr keine Folgen weiter verpasst. Und dann sage ich danke fürs Einschalten. Und wir sehen uns wieder bei einer nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.